1998 wird in den USA eine kleine Internetfirma gegründet. Mit einem großen Anspruch. Das Ziel ist nicht weniger als, alle Informationen der ganzen Welt zu erfassen, zu ordnen und jedermann zugänglich zu machen. Die beiden jungen Gründer schätzen, dass sie dafür rund 300 Jahre brauchen. Erfolgreiche Firmen haben anfangs oft sehr ehrgeizige Ziele. Wir wollten alle Informationen organisieren und handhabbar machen. Wir begannen mit dem Netz, aber wir glauben, dass unsere Mission größer ist. Es geht darum, wie wir kommunizieren und letztlich, wie wir denken. Google startet als einfache Suchmaschine. Doch mit der Zeit wächst die Firma zu einem Internet-Giganten heran. Mit zahllosen Anwendungen wie Android, Chrome oder YouTube. Google bringt sogar ein eigenes Smartphone auf den Markt. Rund um die Welt arbeiten Entwickler des Unternehmens an neuen Ideen und Anwendungen. Mit der Zeit hat sich der Konzern zu einem Datensauger entwickelt. Rund 20 Petabyte werden jeden Tag verarbeitet. Das entspricht 130 Milliarden Fotos oder 5 Milliarden Songs. Über 1 Milliarde Suchanfragen gehen täglich an Google. Und jeder einzelne hinterlässt einen digitalen Fingerabdruck. Die Google-Suchmaschine ist eigentlich eine Datenbank für Absichten und Wünsche. Sie protokolliert, was wir wann denken, je nachdem, was wir suchen oder was wir in unseren E-Mails schreiben. Jede Institution, die darauf Zugriff hat, bekommt Macht über uns und kann uns beeinflussen. Weiß jemand, was das ist? Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page. Ich wusste anfangs auch nicht, was das ist. Jetzt lassen wir das im Büro immer in Echtzeit laufen. Jeder dieser aufsteigenden Punkte steht für etwa 20 bis 30 Suchanfragen. Das Ziel, Google soll zur allwissenden Instanz werden. Wir wollen heute über die Zukunft sprechen. Für eine gute Suche muss man klug sein. Die ultimative Suchmaschine wäre daher künstliche Intelligenz. Daran arbeiten wir. Sie zeigen allerdings den Computer Hell aus Kubricks Film 2001. Ein Rechner, der tötet. Ein kleiner Fauxpas. Wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. In nur 10 Jahren entwickelt sich Google zu einem der größten und ungewöhnlichsten Akteure im Silicon Valley. Zu Beginn gilt das Unternehmen als freundlicher Internetriese. Doch nach und nach ändert sich die öffentliche Meinung. Verlage und Autoren verklagen Google wegen Urheberrechtsverletzungen, denn die Firma beginnt, Millionen von Büchern zu digitalisieren. Auch die Presse kritisiert Google. Der Konzern wird verantwortlich gemacht für das Zeitungssterben, den Rückgang der Werbegelder und für sinkende Auflagenzahlen. Die Musik- und Fernsehbranche sieht in Googles Videoportal YouTube einen gefährlichen Konkurrenten. Und als für Google Street View Straßen fotografiert werden, gehen Datenschützer aus Deutschland und vielen anderen Staaten auf die Barrikaden. Mit jeder neuen Entwicklung scheint Google auf Widerstand zu stoßen. Das Unternehmen verweist immer gern auf seinen Wahlspruch, den sich ein ehemaliger Mitarbeiter ausgedacht hat. Ich kam direkt von Intel und hatte so das Gefühl, eigentlich will ich nicht wieder bei so einem großen Unternehmen arbeiten. Ich suchte nach einem Motto, das die Leute ein bisschen provozieren würde, das für Aufmerksamkeit sorgen würde. Eines Tages saß ich dann im Meeting und da fiel es mir ein. Ganz einfach. Tu nichts Böses.
Erst dachte ich, das ist ein Scherz. Ich werde das nie vergessen. Als ich eines Tages in einer Besprechung saß, haute einer der Techniker mit der Faust auf den Tisch und rief, das ist böse. Und ganz plötzlich sagte keiner mehr was. Als ob sich alle unter den Tisch verkrochen hätten. Und der Fokus der Diskussion verlagerte sich auf die Frage, ob eine bestimmte Änderung gut oder schlecht für unsere Kunden wäre. Im Endeffekt haben wir es dann aus diesem Grund nicht gemacht. Es ist kein schlechtes Motto. Aber es wird immer schwieriger zu behaupten, dass man nichts Böses tut, wenn man auf so vielen Gebieten aktiv ist. Es geht ja schon lange nicht mehr nur um die Netzsuche. Die Idee zur Suchmaschine Google wird hier geboren, im Institut für Informatik an der Stanford-Universität in Kalifornien. Larry Page und Sergey Brin begegnen sich erstmals 1995 an der renommierten Universität. Sie haben viel gemeinsam. Ihre Mütter sind Wissenschaftlerinnen, die Väter Professoren. Beide sind Jahrgang 73 und sie teilen ihre große Faszination für Computer. Bei unseren Doktoranden sind wir schon sehr wählerisch, aber es war nicht so, dass ich gleich dachte, oh, der klügste Mensch, dem ich je begegnet bin. Garcia Molina unterrichtet Sergey Brin. Gemeinsam versuchen sie, Probleme bei der Datengewinnung zu lösen. Ungewöhnlich an Sergey war sein Alter. Er kam mit 19 als Doktorand hierher. Ein junger Kerl. Er wusste viel und war sehr intelligent. Sergey Brin, das Mathe-Genie, stammt aus Russland. Seine Hobbys: Gymnastik und Schwimmen. Larry Page ist der Erfinder, der die Welt verändern will. Irgendwann begannen sie gemeinsam an der Suchmaschine zu arbeiten. Ihre erste Suchmaschine bauen sie aus handelsüblichen Computerteilen, die sie von der Uni leihen. Als ihnen das Geld auszugehen droht, überlegen sie sich eine neue Strategie. Larry merkte, dass er Geld spart, wenn er die Festplatten ohne Gehäuse kauft. Also bauten sie eine Suchmaschine mit noch mehr Speicherplatz, aber für dasselbe Geld. Aus bunten Bausteinen und geheimen Algorithmen bastelten die beiden eine neue und revolutionäre Suchmaschine. Man konnte sofort sehen, dass die Auflistung der Suchergebnisse viel besser war als bei Alta Vista. Mitte der 90er Jahre stützen sich Suchmaschinen wie Alta Vista allein auf Texte. Sie errechnen, wie oft ein bestimmtes Stichwort vorkommt. Die Suchmaschine von Page und Brin ist viel komplexer. Ein Algorithmus bewertet die Verlinkungen von und zu anderen Seiten. Je mehr Links, desto höher der Rang in der Ergebnisliste. Das erste, was ich jemals bei Google eintippte, war kanadischer Wechselkurs. Und ich bekam genau die Information, die ich haben wollte. Das hat mich echt umgehauen, dass ich so schnell genau das finden konnte, wonach ich gesucht hatte. Irgendwann sahen sie, dass sie an der Uni mit ihrem Projekt nicht mehr weiterkamen und sie entschieden sich, eine Firma zu gründen. Sie dachten, sie würden dann später zurückkommen, um ihren Abschluss zu machen. Larry Page und Sergey Brin verlassen Stanford und gründen Google. Der Name basiert auf einem mathematischen Begriff, der Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen. Sie präsentierten ihre Arbeit und ich wollte da unbedingt mitmachen. Google hat seinen allerersten Mitarbeiter, den Doktoranden Craig Silverstein. Am Anfang waren wir nur zu dritt. Und erst schien es so, als würde das auch immer so bleiben, denn wir wollten nur Leute, die zu uns passten. Wir lehnten qualifizierte Bewerber ab, einfach weil wir keine Lust hatten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die drei Stanford-Doktoranden beziehen ihr Hauptquartier, anfangs ganz im Stile des Silicon Valley, in einer Garage. Doch schnell wird es ihnen dort zu eng. Ich kam im Januar 99 dazu, nur wenige Monate nach dem Start. Zu der Zeit arbeiteten nur 4 Leute bei Google, inklusive Larry und Sergey. Sie hatten eine Haushälfte gemietet, von jemandem, der im selben Haus wohnte. Heute ist er Vorstandsmitglied bei Google. Wir arbeiteten normalerweise in den Schlafzimmern des Hauses. In der Garage standen unser Drucker und eine Tischtennisplatte.
Die Firma befand sich aber nicht komplett in der Garage. Klar waren wir eine Garagenfirma. Ich sorgte dafür, dass wir in der Garage arbeiteten, einmal im Monat. Ich wollte jedem später erzählen können, dass alles in einer Garage begann. Also nochmal fürs Protokoll, wir starteten in einer Garage. In einer Garage mit einem Haus hintendran. Google wächst schnell und schon bald zieht die Firma ins Stadtzentrum von Palo Alto. In Palo Alto gab es viele Restaurants und ich wollte jeden Abend woanders essen. Wir wollten nur noch auswärts essen, mittags und abends. Google expandiert schneller, als seine Gründer jemals zu träumen wagten. Brin und Page entscheiden, sie brauchen ein eigenes Gebäude und einen eigenen Koch. Das ewige Essen gehen kostet ihrer Meinung nach zu viel Zeit und Geld. Am Anfang boten sie mir Anteile an Google an. Da habe ich erst mal gezögert. Ich sagte meinem Vater, die wollen, dass ich ihnen für diese Anteile Geld zahle, obwohl die Firma völlig unbekannt ist. Und er meinte, das ist Betrug, denen gibst du nichts. Es dauert eine ganze Weile, bis sich der Wert von Google herumspricht. Die Startseite von Google wirkt auf den ersten Blick simpel. Keine Werbung, nur eine Suchmaske. Du hast gestern angefangen? Okay, dann herzlich willkommen an Bord. Larry Page und Sergey Brin sehen, dass die Zahl der Nutzer rapide steigt. Aber noch verdienen sie kein Geld mit ihrer Idee. Und sie haben auch keinen Businessplan. Die beiden Gründer wollten lange Zeit keine Werbung. Ich glaube aber, dass unser Durchbruch mit der Idee kam, rein textbasierte Werbung zu zeigen. Keine bewegten Bilder, nichts, was ablenkt. Werbeanzeigen erscheinen am Rand, passend zur Suchanfrage. Im Oktober 2000 steigt Google in ein neues Geschäft ein: Online-Werbung. Schnell strömen Werbegelder in die Firma. Und schon bald wird klar, Google braucht einen erfahrenen Geschäftsführer. Einen, der mit großen Summen hantieren kann. Page und Brin entscheiden sich für einen gestandenen Veteranen, Eric Schmidt. Er war Chef des Softwareherstellers Novell und hatte früher bei Sun Microsystems gearbeitet. Doch das Wichtigste für die Google-Gründer, Schmidt ist Top-Manager und Informatiker. Bei Google sind wir der Meinung, dass in einzelnen Unternehmen oft die Zeit fehlt, um Kreativität in Ideen umzusetzen. Wir haben daher ein Konzept erfunden, mit dem Namen 20% Zeit. Jeder Techniker im Unternehmen soll 20% seiner Zeit mit Dingen verbringen, die er spannend findet, und nicht wir. Mitarbeiter Nummer 23, Paul Buckheit, ist der Schöpfer des Firmenmottos »Tu nichts Böses«. Er ist auch derjenige, der an nur einem Tag Gmail erfand, das E-Mail-Programm für Google-Nutzer. Von Anfang an gab es viele Stimmen gegen Gmail. Ein wichtiger Punkt war, dass sich damit kein Geld machen ließe. Man überlegte also, gezielt Werbung zu schalten. Wenn zum Beispiel in einer E-Mail von einem Skiurlaub berichtet wird, dann sieht man am Rand Werbung für Skiausrüstung. Buckheit schreibt ein Programm, das Gmail-Nachrichten durchsucht, um dann die passende Werbung schalten zu können. Als ich am nächsten Tag hereinkam, waren alle ganz aufgeregt. Und nicht nur im positiven Sinne. Manche hielten es für eine schreckliche Idee. Ich erinnere mich an all die Konferenzen. Ein Jahr lang wurde darüber diskutiert, wie Werbung funktionieren könnte. Und schließlich entschieden wir, es zu versuchen. Wir starteten Gmail am 1. April und die meisten hielten es für einen Scherz. Doch Google meinte es bitter ernst. Seit 2004 schaut das Unternehmen in die Inhalte von E-Mails, um passende Anzeigen einblenden zu können. Eine wahre Gelddruckmaschine. Googles Börsengang hat mehr Aufmerksamkeit erregt als irgendein Börsengang in der Geschichte. Als Google seinen Börsengang vorbereitet, muss ein bisher gut gehütetes Geheimnis gelüftet werden. Das Unternehmen verdient überraschend viel Geld. Investmentbanker sind verblüfft.
Die Nachfrage nach Google-Aktien schießt in die Höhe. Und so werden am 19.08.2004, am Tag des Börsengangs, Hunderte oder sogar Tausende Google-Mitarbeiter und Google-Investoren urplötzlich zu Millionären. Mit Startups kann man richtig viel Geld verdienen. Man geht an die Börse oder wird aufgekauft und macht ein dickes Geschäft. Da gehen Träume in Erfüllung. Mir geht's gut. Viele würden sagen, ich sei reich. Ich halte mich für wohlhabend. In nur 6 Jahren sind Larry Page und Sergey Brin Milliardäre geworden. Ihre Firma ist eine der weltweit meistgenutzten Suchmaschinen. Das Verb googeln hat es sogar in diverse Wörterbücher geschafft. Google ist ein Teil der Popkultur geworden. Das Unternehmen hat nicht nur viele Nutzer. Jedes Jahr melden sich über 1 Million Bewerber, die für Google arbeiten wollen. Ich kam her und hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass die Leute hier wissen, was sie tun und darin besser sind als ich. Google bietet nicht einfach einen Arbeitsplatz, sondern ein komplettes Lebensmodell. Der Googleplex, wie das Gelände intern genannt wird, vermittelt den Mitarbeitern, dass sie zu den Besten gehören. Das Essen ist gratis. Es gibt einen kostenlosen Wäscheservice. Und einen Friseur auf Rädern. Larry und Sergey sind ja ziemlich kluge Kerle. Aber ihre beste Idee war vermutlich, dass sie sich nur die intelligentesten und kompetentesten Leute mit ins Boot holen. Wer einen der so gefragten 40.000 Jobs bei Google ergattern will, muss zahlreiche Prüfungen und Auswahlgespräche überstehen. Der Informatiker Regine Seth hatte schon langjährige Berufserfahrung gesammelt, als er bei Google anklopfte. Ich hatte insgesamt so circa 10 bis 15 Bewerbungsgespräche. Das letzte führte Larry. So spazierte ich tatsächlich eines Tages zur Tür herein und hatte ein Bewerbungsgespräch bei Larry Page. Er stellte ein paar ziemlich knifflige Fragen und offenbar hielt er mich für gut genug, um mir ein Angebot zu machen. Google zahlt Top-Gehälter, selbst Leuten, die noch keine Berufserfahrung haben. Google hat mich direkt nach dem Schulabschluss angestellt. So wollen sie sich ihre eigenen Produktmanager heranziehen, die genau so arbeiten, wie sie sich das vorstellen. Junge Schulabgänger mit hervorragenden Zeugnissen bekommen schon früh große Verantwortung übertragen. Wir glauben nicht, dass es die Startseite vom ersten Tag an ersetzen kann. Der Kanadier Jeff Harris ist einer der Auserwählten. Der Job ist für Leute gemacht, die technisch versiert sind, die aber nicht jeden Tag Programme schreiben. Ich rede also mit den Leuten, die sich um die Programmierung kümmern, und ich stelle sicher, dass wir alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ich bin gerade 22 geworden. Die größte Überraschung war für mich, dass Google so offen mit laufenden Projekten umgeht. Ich kann in unserem firmeneigenen Netzwerk jedes einzelne Projekt einsehen. Aus organisatorischer Sicht ist das einfach großartig. Intern scheint Google also ziemlich transparent zu sein. Doch nach außen sollen möglichst wenige Informationen gelangen. Die Zahlenreihen auf den Bildschirmen sind streng geheim. Genauso wie die Kritzeleien auf den Wandtafeln, die bei Google in fast jedem Raum hängen. Die Tafeln sollen die Kreativität fördern. Man kann Ideen entwerfen, Gedanken mitteilen und mit anderen daran arbeiten. Können wir das zusammen mit der Version veröffentlichen? Oft nehmen unsere Mitarbeiter einfach ihr Handy, machen ein Foto von der Tafel und verschicken das dann intern für die nächste Besprechung als E-Mail.
Eine weitere Besonderheit von Google: In der täglichen Arbeit wird auf Papier fast völlig verzichtet. Wir versuchen, ohne Papier auszukommen. Die Mitarbeiter haben Laptops, die sie zu jeder Besprechung mitbringen. Viele Notizen werden einfach in den Computer geschrieben, sodass sie sofort mit anderen geteilt werden können. Längst wächst Google nicht mehr nur aus sich selbst heraus. Der Internetriese geht regelmäßig auf Beutezug. Google erfindet ja nicht alles. Wir schauen bei kleinen Firmen nach interessanten Technologien. Wenn wir sie dann kaufen, ist das ein Vorteil für beide Seiten. Finanziell bestens ausgestattet, kann Google problemlos kleinere Firmen aufkaufen und deren Innovationen nutzen. So geschehen mit YouTube, Google Earth, Picasa und dem webbasierten Textverarbeitungsprogramm Writely. Writely war eine Art Online-Textverarbeitung. Man musste die Website besuchen, um es zu nutzen. Google wurde über die Presse auf uns aufmerksam. Google kauft Writely und lässt die Gründer das Produkt weiterentwickeln. Ich kam mir vor wie ein Kind, das kleine Papierboote bastelt. Auf einmal kommt ein General und sagt: Hier hast du Stahlplatten und Schweißgeräte. Bau mir eine Flotte mit Kriegsschiffen. Writely wird zu Google Docs. Das Programm speichert die Daten nicht mehr auf dem privaten Computer, sondern auf Google-Servern. Ich mag diese technikaffine Firmenkultur hier. Mir macht das keine Angst. Ich bin ein ziemlich produktiver Programmierer. Das ist meine Leidenschaft. Deshalb geht mir hier auch niemand auf die Nerven. Ich war zur Zeit der Gründung zwar noch nicht hier, aber ich glaube, wichtig war ihnen immer die Sichtweise des Technikers. Eine Sichtweise, bei der das Thema Effizienz ganz oben steht. Die meisten Teams machen jeden Morgen eine Besprechung. Die dauert nur 10 Minuten und niemand sollte länger als eine Minute reden. Der Stift hat dieselbe Bedeutung wie das Muschelhorn im Herr der Fliegen. Wer den Stift hat, kann reden. So sind alle in 5 Minuten auf dem neuesten Stand. Diskutiert wird auch beim wöchentlichen Spaziergang der Writely-Truppe. Was mir an Google besonders gefällt, ist der Anspruch, wirklich etwas zu verändern. Wir wollen die Welt verbessern und etwas Großes schaffen. Was ist mit den Algorithmen? Er hat 8 Stunden daran gearbeitet. Anfang und Ende wurden gekürzt. Gut. Nein, das ist wunderbar. Man hat mit Millionen von Nutzern zu tun. Große Datenzentren, große Maschinen. Das macht Spaß. Für Computerfreaks hatte der Spaß 1977 begonnen, in einer Garage im Silicon Valley. 2 Schulabbrecher gründen die Firma Apple und sind der Auslöser einer Revolution. Die Einführung des Personal Computers in Millionen von Büros und Haushalten verändert das Leben der Menschen von Grund auf. Ein Vierteljahrhundert später scheint der Siegeszug des PC zu enden. Google arbeitet an einer neuen Revolution. So viele Daten wie möglich sollen auf Firmenservern gespeichert werden. Die Cloud nimmt dem PC einen wichtigen Job ab. Oft wird eine ganz besondere Fähigkeit der Google-Gründer unterschätzt. Nämlich, dass sie schon immer wussten, wie man Kosten reduzieren kann. Sie bauten Computersysteme, die bei einem günstigen Preis sehr hohe Rechenleistungen lieferten. Von Anfang an legt Google Wert darauf, Kosten für Server und Rechenzentren niedrig zu halten. Nur so kann die Firma mit den riesigen Datenmengen operieren. Und je größer das Internet wird, desto mehr Rechenleistung wird gebraucht. Google baut riesige Rechenzentren. Wir nutzen einzelne PC-Komponenten und bauen daraus ganz spezielle Systeme, je nachdem, was wir brauchen. Speicherplatz wird immer wichtiger. Google verfügt über eine große Rechenleistung. Doch noch wertvoller ist für den Konzern seine dauerhafte, gigantische Datensammlung. So sind Dinge möglich, von denen Informatiker sonst nur träumen können.
Mein Kollege und ich haben einfach so rumgesponnen und wir sprachen über etwas, was später so eine Art Google Bookmarks wurde. Wir rechneten das Ganze durch und kamen zu dem Schluss, dass wir etwa 4 Petabyte Speicherplatz bräuchten. Das ist machbar, hörte ich mich sagen. In meiner Zeit vor Google hätte mich eine solche Datenmenge noch schockiert. 4 Petabyte entsprechen 4 Millionen Gigabyte. Unvorstellbar große Datenmengen. Doch Datenspeicher werden immer größer und preiswerter. Daher verlegt Google Daten von Computern auf Server und nennt das Cloud Computing. Die Idee hinter Cloud Computing ist, alle Daten auf einen Server zu packen, der dann von Experten verwaltet wird. Die meisten haben alle Daten auf ihrem PC. Geht er kaputt oder löscht man aus Versehen etwas, ist es weg. Ein Desaster. Deshalb sollte man alle wichtigen Daten extern sichern. Sie sind dann auf allen Endgeräten verfügbar, egal wo man ist. Man fragt sich natürlich, was mit persönlichen Daten wie Bankverbindungen oder Krankenakten passiert. All das kontrolliere ja nicht mehr ich selbst. Ich muss dem, der die Daten verwaltet, blind vertrauen. Ist die Wolke also nicht geradezu eine Einladung an Regierungen und Konzerne, uns heimlich auszuspähen? Wenn alle digitalen Daten auf Servern landen, wo genau liegen sie dann? Vielleicht hier, unweit der Blue Ridge Mountains in North Carolina. Einst die Hochburg der amerikanischen Möbelindustrie. In den 90er Jahren gingen unzählige Arbeitsplätze verloren. Firmen machten Bankrott. Zurück blieben Ruinen und ein gewaltiger Überschuss an Strom. Praktisch für Google, denn Server müssen ständig gekühlt werden. Dafür braucht man viel Energie und Wasser. Die Stadt Lenoir hatte beides und Google machte sich das zunutze. Klammheimlich. Google sah das Ganze wohl regelrecht als Wettrennen, diese Datenzentren möglichst schnell und unauffällig zu bauen. Alles war streng geheim. Die Konkurrenz sollte nichts davon mitbekommen. TJ Rohr führte die Gespräche mit Google. Er ist Anwalt und Mitglied des Stadtrats in Lenoir. Sie gaben uns Informationen, die wir absolut geheim halten mussten. Google machte klar, dass wir ihre Bedingungen zu akzeptieren hätten. Es hieß, macht es oder lasst es. Viele im Stadtrat wollten das Geschäft schnell absegnen, um der Region eine neue Chance zu geben. Man bot Google Steuererleichterungen für die nächsten 30 Jahre. Das brachte ihnen 165 Millionen Dollar über 30 Jahre. Und hier liegen die E-Mails, Fotos, Songs und Videos von Google-Kunden. Hier werden Karten und Suchanfragen gespeichert. Eine solche Halle kostet etwa 440 Millionen Euro. Bisher befinden sich alle auf dem Land. Aber Google überlegt, seine Datenzentren aufs offene Meer zu verlagern. Ein Patent für diese Idee hat das Unternehmen schon angemeldet. Mit neuester Technologie soll die Wellenenergie genutzt werden, um den Betrieb der Server noch günstiger zu machen. Immerhin würde man sich hier auch die Grundsteuer sparen. Die Idee ist zwar noch nicht ganz ausgereift, doch in Sachen Innovation war Google schon immer sehr schnell. Nur als es darum ging, ein Büro in China zu eröffnen, ließ sich der Konzern Zeit. Immer mehr Chinesen nutzen das Internet. Über 600 Millionen User waren es Ende 2013. Der chinesische Internetmarkt wächst rasant. Und die Regierung versucht darüber, die Kontrolle zu behalten. Wir gingen spät nach China, weil die Regierung versucht, Inhalte zu kontrollieren. Um in China präsent sein zu dürfen, muss Google bestimmte Webseiten sperren. Die Regierung will entscheiden, was im nationalen Netz zu finden ist.
Google holt 2005 Kai-Fu Lee an die Spitze seiner China-Dependance. Früher war er Chef von Microsoft in China. Als ich bei Google anfing, war ich erstmal ziemlich schockiert. Ich glaube, das lag an dieser ungewohnten Kombination aus Google-Werten und dem Spaß, den alle bei der Arbeit hatten. Mein Ziel ist es, die Unternehmenskultur in China möglichst eng an die unserer Zentrale in Amerika anzupassen. Natürlich kann man das hier nicht ganz genauso machen. Dafür sind wir zu unterschiedlich. Ein bedeutender Unterschied: das Alter der Internetnutzer. In China ist der durchschnittliche Internetnutzer 25 Jahre alt, in den USA 42. Und natürlich unterscheidet sich auch die Art der Nutzung. Die Chinesen suchen Unterhaltung, Spiele, Musik, Videos. Sie gehen dagegen weniger im Netz einkaufen. Wenn Chinesen online sind, dann wollen sie vor allem unterhalten werden. Oft sitzen junge Chinesen in Internetcafés, weil ihnen zu Hause bestimmte Spiele oder Filme verboten werden. Worum sich aber niemand zu scheren scheint, sind illegale Musikdownloads. Wir haben festgestellt, dass Suchmaschinen vielfach dazu genutzt werden, um unbezahlt Musik herunterzuladen. Das ist für viele schon zur Gewohnheit geworden. Unser anfänglicher Versuch, den Usern kostenpflichtige Downloads anzubieten, scheiterte. Niemand wollte das nutzen. Zwei Google-Mitarbeiter erfinden Google Music, eine kostenlose Download-Plattform, unterstützt von großen Plattenfirmen. Wir hoffen jetzt, dass dieses Modell funktioniert, auch finanziell, für die Plattenfirmen und für uns. Mit illegalen Musikdownloads scheint die chinesische Regierung keine Probleme zu haben, mit Google schon. Mal wirft man dem Unternehmen vor, Pornografie zu verbreiten, mal wird einfach die Suchmaschine komplett blockiert. Google muss den chinesischen Gesetzen folgen. Egal welchen. Unsere Angestellten sind Bürger Chinas. Sie müssen sich an die chinesischen Gesetze halten, egal wo sie arbeiten. Gab man früher auf der chinesischen Google-Seite die Begriffe Falun Gong, unabhängiges Tibet oder Platz des himmlischen Friedens ein, bekam man ganz andere Suchergebnisse als in Deutschland oder Amerika. 4 Jahre geht das so, bis Google im Januar 2010 entscheidet, dass von nun an keine Suchergebnisse mehr zensiert werden. Anlass ist eine Cyberattacke auf Google-Daten in China. Im Fokus: Gmail-Konten von chinesischen Menschenrechtlern. China verlangt von Google, weiter die Gesetze zu befolgen. Doch das Unternehmen droht, den Betrieb in China ganz einzustellen. Bis heute ist dieser Dissens ungeklärt. Keine Diskussion gab es allerdings mit der US-Regierung, als diese kurz nach dem 11. September groß angelegte Überwachungsaktionen startete und sich regelmäßigen Zugriff auf Nutzerdaten verschaffte. Die Kontrolle geht ziemlich weit. Man schaut sich Kontoauszüge von Leuten an und ihre Kommunikationsdaten. Die Dienste können zudem jederzeit einen Brief an die Verwalter der Daten senden und sie auffordern, alle Informationen über eine bestimmte Person herauszugeben, ohne jemanden darüber zu informieren. Das nennt sich dann Brief zur nationalen Sicherheit. Mark Rottenberg. Er findet den Trend bedenklich, dass viele Daten nun zunehmend in digitale Wolken auf Serverfarmen wandern.
Ich sage nicht, dass die Regierung unter keinen Umständen Zugriff auf diese Informationen bekommen sollte. Was die Verbrechensbekämpfung angeht, mag das manchmal sehr wichtig sein. Aber wir brauchen da mehr Verantwortung und Transparenz. Cloud Computing erleichtert es Regierungen, Menschen und ihre intimsten Daten auszuspähen, ohne dass die davon etwas mitbekommen. That their personal information, their business records are being turned over. Ich wollte von Google wissen, wie viele solcher Briefe oder richterliche Anordnungen sie im Monat erhalten. Ich wollte gar keine Inhalte wissen, sondern nur die Zahlen. Aber sie haben mir keine Auskunft gegeben. Google scheint überall auf dem Vormarsch. Die Stadt Washington D.C. wollte ihre Microsoft Office-Programme gegen Google-Anwendungen eintauschen, denn die versprachen eine billige, sichere und gemeinschaftliche Datenspeicherung. Ein verlockendes Angebot. Vertrauen ist für uns das Wichtigste. Wenn wir das Vertrauen unserer Nutzer missbrauchen, zerreißt uns die Presse. Niemand teilt dann Informationen mit uns. Niemand nutzt mehr unsere Suchmaschine. Das wäre schrecklich für alle Beteiligten. Deshalb nehmen wir das sehr, sehr ernst. Viele nehmen uns diese naive Uneigennützigkeit nicht ab. Sie denken, wir hätten die Absicht, die ganze Welt zu kontrollieren oder sowas in der Art. Aber wir sind ganz normale Leute. Wir denken so nicht. Google könnte so schnell abstürzen, wie es aufgestiegen ist. Eine Gefahr sind auch junge Start-ups, die die Welt der Suchmaschinen revolutionieren wollen. Mit ganz eigenen Ansätzen. Sie bauen auf die Weisheit von Freunden. Ich glaube, an diesem Ort wird in den nächsten Jahren definiert, worum es im Internet und auf der Welt wirklich geht. Soziale Suchmaschinen sollen es mit Google aufnehmen können. Entwickelt von ehemaligen Mitarbeitern des Konzerns. 2009 eröffnet Google ein Büro in Toronto. Die Presse wird eingeladen, um die berühmte Google-Atmosphäre zu bestaunen. Das Laufband haben wir in den Büros eingeführt, damit die Leute sich nachmittags ein bisschen bewegen können. Manchmal ist man am Nachmittag ja etwas schlapp, muss aber trotzdem produktiv sein. Es gibt nicht viele Unternehmen, die solche Möglichkeiten bieten. Die Leute hier werden gefördert, deshalb gehen auch nicht viele weg. Bei 40.000 Mitarbeitern bleibt es jedoch nicht aus, dass Leute gehen, um eine neue Idee zu verwirklichen. Einige dieser Ex-Googler sind in einen abgelegenen Stadtteil in San Francisco gezogen. Das Startup will das Prinzip der Online-Suche ganz anders als Google angehen. Wir nennen es soziale Suchmaschine. Das bedeutet, dass man gezielt nach Personen sucht. Nicht, weil man ihre Biografie lesen will, sondern weil einem diese Person bei einer bestimmten Frage vielleicht weiterhelfen kann. Manchmal findet man die Antwort nicht auf einer Internetseite, sondern bei den Nutzern. Wir alle sind bei sozialen Netzwerken registriert und wir stellen quasi die Verbindung her. Ganz in der Nähe, in einem unauffälligen Industriegebäude im Silicon Valley, arbeiten ebenfalls ehemalige Google-Leute an einem neuartigen sozialen Netzwerk. Mit dabei Paul Buckheit, der Erfinder des Google-Mottos Tu nichts Böses. Die kleine Firma entwickelt einen Dienst, der Informationen aus verschiedensten Netzwerken zusammenfasst. Keiner weiß, was als nächstes kommt. Aber das ist meiner Meinung nach auch das Schöne an einer Neugründung. In einem großen Unternehmen weiß man ungefähr, was im nächsten Jahr passieren wird. Hier könnte das nächste Jahr großen Erfolg, aber auch eine schreckliche Niederlage bringen. Google hatte anfangs ein Auge auf Friendfeed geworfen. Doch noch vor ihrem zweiten Geschäftsjahr wurde die kleine Firma vom Netzwerkriesen Facebook geschluckt.
angeblich für rund 36 Millionen Euro. Facebook, gegründet 2004, entwickelte sich rasend schnell zu einem gefährlichen Google-Konkurrenten. Und Facebook warb eine ganze Reihe Mitarbeiter ab. Die Tatsache, dass ich von Google zu Facebook gegangen bin, zeigt, wie wichtig die Mission von Facebook für mich ist. Facebook und Twitter gelten aktuell als die beliebtesten sozialen Netzwerke. Die Firmen wittern Potenzial, denn hier geben sich Freunde Empfehlungen. Eine Alternative zu Googles unpersönlicher Suchmaschine. Für die meisten Menschen sind Beziehungen doch das Wichtigste im Leben. Es geht darum, mit anderen verbunden zu sein. Facebook ist daher ein ganz wichtiger Schritt nach vorne in der technologischen Evolution. Auch Google wollte bei den sozialen Netzwerken dabei sein und startete vor einigen Jahren einen Dienst namens Orkut. Der Erfolg blieb allerdings aus. Google nahm nie wirklich an der Entwicklung der sozialen Netzwerke teil. Das liegt wahrscheinlich auch an der Einstellung der Gründer. Als Techniker legten sie nicht so viel Wert auf Smalltalk mit Freunden, sondern eher auf den Austausch wissenschaftlicher Informationen. Niemand hatte Interesse daran, Zeit für so etwas zu verschwenden. Als dann alle anfingen, Facebook und Twitter zu nutzen, änderte sich das plötzlich. Sie wollten ähnliche Dienste anbieten, aber das war einfach nicht ihr Ding, denn eigentlich geht es bei Google um Informationen, um alle Informationen der ganzen Welt. Bei Google ist man der Meinung, dass die Gesellschaft eines Tages von all den Daten profitieren wird. Das Unternehmen will unser Leben verbessern, vereinfachen und den Menschen helfen, effizientere Entscheidungen zu treffen. Sie glauben zum Beispiel, dass sie Grippewellen ermitteln können. Anhand der Verteilung von Suchbegriffen wie zum Beispiel Husten sollen Muster erkannt werden. Hilfe soll so früher ermöglicht werden, um Leben zu retten. Für den Börsengang schrieben die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin ihre Zukunftspläne auf. Google ist kein konventionelles Unternehmen. So steht es da. Und? Wir wollen auch keins werden. Google verfolgt weiterhin seinen Plan, innerhalb von 300 Jahren alle Informationen der Welt zu erfassen und für jedermann verfügbar zu machen. Google fotografiert Straßen, digitalisiert Bücher, macht Handys zu Internetportalen und bewahrt in seiner Cloud das größte Videoarchiv der Welt auf. Google war nie nur eine Suchmaschine. Google ist ein Phänomen. Doch die Zukunft des Unternehmens basiert, ganz unwissenschaftlich, auf dem Vertrauen seiner Nutzer. Vertrauen in die Sicherheit der Daten, den Schutz vor Datenmissbrauch. Und letztlich Vertrauen in das Google-Versprechen, tue nichts Böses. There'd be happiness that no man could end. No, my friend, not if I